Das hier hast du vielleicht gesehen. Da paddelst du entspannt auf dem offenen Meer herum und zack, snackt dich einfach ein Buckelwal weg. Merkt dann, dass er gar nicht auf Menschen in Kajaks steht und spuckt dich wieder aus. Boah, was für eine abgefahrene Story, oder? Da dachte ich mir, lass uns doch mal über Wale reden, weil die sind doch schon, seit ich denken kann, irgendwie vom Aussterben bedroht, aber irgendwie noch da, wenn auch weiterhin bedroht. Meine Frage ist, was ist da los? Warum wurden Wale überhaupt gejagt? Und die Antwort darauf ist eine ganz andere, als ich dachte. Erholen sich ihre Bestände wieder? Und was bedeutet das alles für uns in Deutschland, wo die meisten Menschen nicht an der Küste leben? Und damit herzlich willkommen zu eurem Gegengift gegen Panik und lähmende Schlagzeilen. Hier kommt euer Happen Hoffnung in deutlich unter 2 Minuten. Schau dir mal diese Grafik an. Das ist die Anzahl der Waltötungen pro Jahrzehnt über die letzten 130 Jahre. Was ist hier und hier passiert? Die erste Überraschung in dieser Recherche war für mich, warum wir überhaupt so bekloppt viele Wale getötet haben. Was würdest du vermuten? Halt mal kurz das Video an und schreib's mir in die Kommentare. Ich dachte Fleisch. Tatsächlich aber Walöl in Margarine, Seife, Schmiermittel für Maschinen und als Brennflüssigkeit für Lampen. Das war die Zeit der Industrialisierung. Die Schiffe wurden immer größer, die Nachfrage nach Walprodukten auch. Sie wurden massiv überjagt. Früher gab es hier etwa 27.000 Buckelwale. Zum Tiefpunkt waren es dann nur noch 440 Tiere. Jetzt findet man dort wieder 25.000 und mindestens einer von ihnen spuckt mit Kajakfahrern. Trotzdem, 6 von den 13 großen Walarten gelten noch immer als gefährdet oder bedroht. Die größten Probleme für diese Tiere sind immer noch wir. Und trotzdem erholen sich ihre Bestände. Sogar der Blauwal, das größte Tier, das jemals auf der Erde gelebt hat und stark gefährdet, erholt sich langsam wieder. Aber wie haben wir diesen Turnaround geschafft? Also erstmal war es irgendwann einfach echt schwer, noch Wale zu finden, weil wir manche Arten, wie den Blauwal, schon zu 99% ausgerottet hatten. Ich finde es unfassbar, dass wir dazu in der Lage sind. Und wenn etwas selten wird, wird es teuer. Und Menschen suchen sich günstigere Alternativen, wie zum Beispiel Petroleum. Nicht für die Margarine, sondern für die Lampen natürlich. Trotzdem hat es ein globales Walfangverbot gebraucht, damit sich die verschiedenen Walarten wieder erholen konnten. Manche Länder nutzen zwar noch so einige kleine Schlupflöcher, aber das Verbot an sich bleibt bestehen, auch wegen des internationalen Drucks. Wale sind super wichtig für das marine Ökosystem und sogar fürs Klima, denn erstens düngen Wale mit ihren Ausscheidungen Phytoplankton, also kleine Pflanzen, die CO2 aufnehmen, und zweitens nimmt so ein Wal im Laufe seines Lebens ganz schön viel Masse auf, die am Anfang der Nahrungskette ja mal CO2 war und dann mit dem Tod des Wals irgendwann zum Meeresboden sinkt und dort bleibt. Laut Terra X hat ein Großwal eine Klimawirkung wie 1375 Bäume. Schon abgefahren, oder? Und dann darf man auch einfach mal bewundern, mit was für wahnsinnig wundervollen, interessanten Tieren wir diesen Planeten hier teilen dürfen. Buckelwale sind soziale, intelligente Wesen, die zusammen in Gruppen sowas wie Fischernetze aus Luftblasen machen können, um Schwärme aus kleinen Fischen zusammenzutreiben. Und das da finde ich einfach nur rührend. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber dass wir Menschen das größte Lebewesen, das jemals auf dem Planeten gelebt hat, fast komplett ausgelöscht haben, zeigt mir mal wieder, wie viel Macht wir hier haben. Und ich bin sehr froh, dass wir gerade rechtzeitig noch die Kurve gekriegt haben. Es wird übrigens noch schätzungsweise 140 Jahre dauern, bis die Blauwalpopulationen wieder das Niveau vor der menschlichen Jagd erreichen werden. Auch wenn es manchmal alles anders scheint, wir Menschen sind auch in der Lage, grenzübergreifend kollektiv zusammenzuarbeiten. Für was Gutes. Tschüssi!